Und damit hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Scum mit Muffy, mittlerweile hallo. Im Z1. Ja. So, ich bin immer noch auf dem Weg und versuche zwischendurch jetzt vielleicht doch nochmal ein anderes Auto zu finden. Ich wusste doch, ich habe irgendwas bei meiner Skillung diesmal falsch gemacht. Und ja, jetzt fehlt es mir gerade wieder wie Schuppen von den Augen. Ich wollte ja Bauen eigentlich schon auf Mittel machen, aber naja, gut. Also quasi Engineering auf Mittel. Aber das hat nicht so geklappt. Habe ich natürlich wieder vergessen. Egal, wir kriegen das trotzdem irgendwie hin und holen unseren kleinen Zügelhuber. So, wenn wir Glück haben, steht hier noch ein Auto rum. Mit eventuell 4 Rädern und einer vollen Batterie und neu installierten Batterie. Aber es sieht so aus, als würde hier diesmal keins rumstehen. Jetzt wäre ich übrigens aber in der Nähe von C2 gewesen. C2? Ja. Achso. Kannst du nicht nochmal sterben? Oh, warte mal, hier steht wieder ein Auto mit 4 Rädern. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, und kein Motor drin, das war so klar. Alter, das ist jetzt zum Kotzen. Ich gehe gar nicht erst. Ich gehe jetzt in deine Richtung fahren. Das ist mir zu blöd gerade. Ist das der Zug? Fährt er? Nee, er fährt kein Zug mehr. Der Zug fährt nicht mehr. Der Zug ist quasi abgefahren. Der Zug ist quasi abgefahren. So, warte mal, jetzt müsste ich noch hier. Ne? Ich will ja nicht zum Damm, ich will ja zu dir. Kann das sein, dass es dunkel wird? Ja, ein bisschen, ja. Bin jetzt einfach mal gut. Einfach mal. Ja. Ich komme noch mal genug Stellen vorbei. Also ich werde jetzt nur durch die Cities rauschen. Ich werde jetzt auch nicht mehr einsammeln. Weil notfalls, wenn der Strom fehlt, eine Batterie habe ich ja. Und Sprit habe ich auch noch im Kanister. Weil ich jetzt einfach durch die Städte düsen und dich und versuchen, ein anderes Auto zu finden, dass ich dich dann wenigstens so mitnehmen kann. Weil mit dem dreirädrigen Gefährt hier brauche ich ja gar nicht erst versuchen, irgendwie zu dir zu kommen. Aber ich fahre trotzdem schon mal so in deine Richtung. So, hier die nächste Möglichkeit. Gibt's hier ein Auto mit 4 Rädern, was fahrtüchtig ist? Ich hab zwar meine Hose kaputt gemacht, aber ich habe wenigstens eine Unterhose. Das läuft doch bei dir, würde ich sagen. Wo steht eins? Ich kann mir doch nicht einsteigen. Weil. Kein Motor. Nein. Das ist zum Kotzen. Findest ständig Autos mit 4 Rädern, aber kannst nicht einsteigen, da ist kein Motor drin. Mensch, jetzt geht doch mal hier drüber. Alter. Message of the day. Ja, kannst du auch einsteigen. Schnauze. Paula. Na, was hast du denn da jetzt gelesen? Dann wünsche ich dir viel Spaß. Wir wünschen euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Trainingshose. Oh, eine Jeans. Jeans ist meins. Ah, Jeans ist meins. Hat die jetzt angezogen? Ja. Hä? War hier nicht noch Zeug drin? Oder war da nichts drin? Cis. Komisch. Ist das hier? Bikerjacke. Kleines Inventar? Nehme ich nicht.
Nehme ich höchstens mit, ja. Schere. Achso, eigentlich wollte ich ja gar nicht durchsuchen, ne? Eigentlich nicht, nein. Nee, stimmt. Ja, ich muss los. Sorry. Kann nicht bleiben. Mein Freund wartet. Kann ich nicht. Muss ich das vorwärts schubsen. Schubs. Schubs. Oh, hier gibt's Brokkoli. Den Brokkoli muss ich mitnehmen. Ich hab Hunger. Achso, durch die scheiß Maske kann ich wieder. Ach, ich habe mich letztes Mal, wo ich hier eine Gasmaske gefunden habe, erschrocken. Warum kann ich nicht essen und nicht trinken? Ja, ist klar, wenn du eine Maske auf hast, dass du da nicht trinken kannst. So, was ich habe mir meine Trainingsjacke angezogen. Ja, na klar. Nimm, was du findest. Nimm, was du findest. Ich war nämlich gerade auf so einem Jägerpodest. Ach, hier sind, ja. Ich habe irgendwas gefunden, genau. So, du bist jetzt aktuell immer noch in Z1 oder bist du schon weiter? Ich bin auf der Straße Richtung. Ne, Z2 bin ich und lauf gerade hoch zu A2. Hänger. Was? Leck oder was? Mhm. Aber es scheint jetzt zu laufen. Scheint... Ja, ja. Weil das war ja noch so ein bisschen das Bedenken bei dir, dass es nicht so flüssig läuft oder nicht so prickelnd läuft. Ja. Aber es scheint sich ja Gott sei Dank nicht zu bestätigen. Nö, es läuft flüssig, aber ein paar Hänger habe ich. Ja, das könnte auch mal nicht so überlegen. Muss nicht, aber kann. Eine ziemlich große Stadt hier, ey. Ja, ich glaube, da unten, wo du bist seit 2, sagst du, ne? Jo. Aber da unten kenne ich mich zum Beispiel überhaupt nicht aus, da war ich auch noch nie. Das ist, da habe ich gerade aufgehört, Gang zu spielen, wo das dazu kam. Okay. Also kann ich dir da auch nicht wirklich helfen, da unten. Ey, ich gehe ja sowieso in den Wald. Ja, aber versuch ruhig mal, geh ruhig mal in die Städte, versuch ein Fahrzeug zu finden, Marie. Wie gesagt, wenn ich jetzt kein anderes Fahrzeug finde, was fährt und ich komme dann zu dir runter, kannst du hier Opus nicht einsteigen. Ich gebe mein, geb mein Bestes, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, ich sehe hier gerade ein bisschen schwarz, weil jedes Fahrzeug, was ich hier mit 4 Rädern finde, ist entweder kein Motor oder keine Batterie drin. Ich habe ja schon wieder eins mit 4 Rädern. Und das sieht gut aus, weil da ist ein Motor drin. Aber ja, ich kann nicht einsteigen, also fehlt eine Batterie. Es ist einfach zum Mäusemelken. Hm. Das ist echt komisch. Und ich könnte mich jetzt schon wieder verfluchen, weil eigentlich wollte ich ja wie gesagt den Skill anders setzen, aber das habe ich dann auch total vergessen. Weil ich habe eine Batterie, ich kann sie aber nicht einbauen, weil ich die Fähigkeit nicht habe. Das ist eben auch das, was mich so ein bisschen ankackt, aber ja, oh, boing. Ich kann es jetzt leider auch nicht ändern. Ich meine, gut, es würde ja auch keiner mit dem Auto fahren, was bloß 3 Räder hat. Das weißt du nicht. Naja, gut, ja, im Notfall würde man es vielleicht auch machen. Das Fahren ist auch kein richtiges Fahren hier, das ist mehr so ein Sliden. Weil ja hinten halt quasi ein Rad fehlt. So, ich kann jetzt höchstens durch die Stadt nochmal durch irgendwo. Gucken, ob hier was steht.
So, jetzt müsste ich langsam an der Landzunge kommen, damit ich dann zur A2 rüber wechseln kann. Es wird gerade immer schwammiger, das Auto hier, anstatt besser. Aber kaputt geht's komischerweise nicht. Oh, warte mal, da vorne steht eins, auch ein rotes. Auch ein Wolfswagen, ein Wolf. Da fehlt aber offensichtlich auch ein Rad und das fährt auf Garantie auch wieder. Irgendjemand hat hier gerade geschrien, aber ich hab's nicht verstanden. Das könnte, nee, da ist kein Motor drin. Okay, gut, dann brauche ich hier noch weiter gucken. Also wir haben eine neue Runde, es hat ein Rad unter Motor gefehlt jetzt. Hm? Das war jetzt eine neue Runde. Kann der schwimmen? Ja, 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 kann schwimmen. Da steht noch eins. Aber oben ist wieder mit drei Rädern. Au, wieso hat er mich jetzt getroffen? Ist ja blöde. Ist aber auch ungewöhnlich. Zwei Autos in einer Stadt, das ist echt ungewöhnlich. Das ist echt ungewöhnlich. Das ist echt ungewöhnlich. Gut. So, ich muss jetzt hier. Boing. Das Bluten ignorieren. Bluten ignorieren. Was mache ich? Was mache ich? Keine Zeit zum Verbluten. Verbluten kann ich nächste Woche noch. Hoppala. Das war mein Fehler. Ich laufe den Schienen lang. Da werde ich nicht nass. Ach, übers Wasser dann, oder was? Ja. Also wechselst du dann von Z2 zu A2? Zu A2, ja. Also kann ich mich eigentlich schon mal Richtung A2 halten, ne? Ja. Okay. Sofern ich da vorbeikomme, aber da steht ein Zug. Ja, da kommst du wirklich trotzdem dran vorbei. Hier ist so ein Häuschen, hier. Geh mal rein. Also mein Essen ist schon auf 22, ich ignoriere gerade alles für dich. Okay. Außer natürlich, außer wenn natürlich hier ein Auto rumsteht. Ach, oh, hier fehlt vorne ein Rad, Alter. Das ist zum Kotzen und das ist bloß. Ne, da sind zwei Sitze drin. Ich guck mal, ob es fährt. Na, steck da mal aus. Nee, was machst du denn? Oh ne, hier fehlen vorne zwei Räder. Ne, doch, bloß ein Rad vorne. Und ich kann es fahren. Es läuft. Aber hier ist schon mal ein Sitz mehr drin. Ja, ja. Es läuft. Also ich wechsle jetzt das Auto von hinten fehlt ein Rad zu vorne fehlt ein Rad. Okay. Aber besser wie gar nicht. Ich pack bloß alles mal um. Von eben ins andere Auto. Und dann bin ich sofort unterwegs. Achso, ich sollte vielleicht den Sprit noch abzapfen, ne? Was ich mitnehmen kann. So, zack, zack, zack. Alles hast du Waffen gefunden? Bis jetzt bloß ein Magazin. Und eine Schrotflinte. Eine abgesägte. Okay, ich habe nämlich. Ich halte nicht wirklich an. Jetzt gerade im Moment. Ich versuche einfach nur zu dir zu kommen. Was hast du gefunden? So ein Stern. Stern? So ein Dingsstern hier, so ein Ninja-Stern. Ninja-Stern, okay. Achso, halt, ich muss halt dem Sprit abzapfen. Zapf, 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 zapf. Also, ich kann hier runtergehen, aber ich habe Angst, dass da jemand ist. Wo kannst du runtergehen? So. Na, bei dem Ding hier ist wie so ein Militärstützpunkt. Ach hier. Du bist jetzt schon in A2, oder was? Noch nicht ganz. Ja, mach langsam. Eine M. Eine M? Ein Gewehr habe ich gefunden. Das war super.
Warte mal auf. Du sollst es abzappen und nicht ziehen. Nicht reinlassen. Ja, wirklich passt. So, der ist voll, okay. Dann kann der wieder hier rein. Dann nehmen wir den noch. Dann gucken wir mal, ob wir den Rest abzappen können. Gut. Müsste passen. Abzapfen. So, ein bisschen was ist noch drin. In dem hier, ja, ein bisschen was ist noch drin. So, jetzt kommen wir wenigstens schon mal. Was? Zwei Gewehre. Ja, alles ja, gut. Ich auch noch. Ich habe eine Schrotflinte. Oh, warte, habe ich jetzt bei dem anderen das Licht angelassen? Das wäre schlecht. Wenn wir den nachher nochmal brauchen, wäre das schlecht. Oh, ich habe hier später. Einen. Ich habe ein Geschütz. Rubel jetzt ein Licht angelassen. Nee. Was ein Geschütz? Hm. Was für ein Bunker oder was? Ja, ja. Okay, cool. Okay. Ja, kannst du auch looten. Aber pass wie gesagt auf die Puppets auf. Kennst ja mittlerweile, dass sie reinhauen. Ja, ja. Das war jetzt gemein, aber das ist so. Patronen. Nicht? Was? Rote Patronen? Rotpatronen. Ach, Rotpatronen. 7,62. 7,62. Findest du gerade alles? Findest du gerade alles? Ja, nicht viel. Das macht ja nichts. Klein 4 macht alles. 7,92. Sachen noch, grad Sachen, wo sie in die Mündung geguckt hat, bitte lächeln. Das habe ich mir gerade verkniffen. So, die letzte Möglichkeit jetzt, mal gucken. Naja, es steht wieder nicht vorne da. Ach, das ist zum Kotzen. Fällt bestimmt wieder eine Batterie. Wieder ein Auto mit 4 Rädern, hey, wo... Oh. Ich glaube langsam echt, das Spiel mobbt uns. Und wenn es nur so ein bisschen ist. So, okay, ich mal gucken, ob ich mir was zu essen finde. Brauchen wir ein bisschen was zu fratzen. Müssen wir mal ganz kurz anhalten, Muffy. Ja, das sind Kartoffelsamen, die kann man ja schon mal mitnehmen. Die Kartoffelsamen kann man ja schon mal mitnehmen. Gurkensamen. Somit. Nichts zu essen. Gibt es hier irgendwo eventuell. Nee. Nee. Gibt es natürlich nicht. Natürlich. So, also manche so. Können auf 2 Beinen nicht stehen. Ich fahre mit 3 Rädern unterwegs. Ja, das ist echt. Wie kannst du die Patronen dann reinmachen? Da musst du dann die Patronen auf das Magazin ziehen und wenn es grün wird, kannst du dann auf Munition laden klicken. Ah. Auf die Waffe, gell? Nee, nee. Wenn die Munition in die Waffe passt, einfach nur die Waffe in die Hand nehmen und R drücken. Ah, okay. Also brauche ich auch noch ein Magazin hier, gell? Ja, ansonsten lädst du immer bloß bei einer Schrotflinte, brauchst du logischerweise kein Magazin. Aber bei den anderen Waffen brauchst du natürlich ein Magazin. Ansonsten lädst du immer bloß eine Kugel oben in den Lauf rein.
Ja. Und ansonsten ziehst du bloß, wenn du das passende Magazin und eine passende Muni hast, ziehst du bloß die Muni auf das Magazin, dann wird es grün und dann kannst du Munition laden klicken. Und dann klickt, okay. Dann klickt die Kugeln da einzeln rein oder ja. Ich sollte es langsam mal lassen, weil sonst ist die Stunde auch gleich wieder rum. Aber ich kann es einfach nicht lassen und gucke jetzt einfach nochmal, vielleicht habe ich ja doch noch Glück. Da muss ich vielleicht doch noch ein Auto finden, das vier wäre. Ein fahrtaugliches. Was denn? Was? Ich habe einen Geburtstagshut gefunden. Oh. Der Klöne. Der Klöne. Hat er Geburtstag. Oh. Hier sehe ich jetzt gerade überhaupt kein Fahrzeug. Ich finde, das ist schön. Ich tue mir gerade ein Bart quitt. Ich habe mir gerade ein Bart gekürzt. Mit dem Messer, oder? Ne, mit der Säge. Ich habe wie in der Steinzeit. Ja. Da webst du auch was hier klingt, Junge. Da schneidest du ihn rein. Ja. Also das war jetzt die erste größere Stadt, wo kein Fahrzeug rumstand hier. Zumindest draußen nicht. Ich wollte jetzt aber auch nicht aussteigen. Aber dann mal, ja, schon das. Da fehlt irgendwas mit dem Rad, da brauche ich auch nicht reingucken. So, ich bin jetzt gleich in A3. Nicht richtig rumfahren würde. Aber das könnte jetzt an der Straße liegen. Meine Zwiebel. Ist meine Zwiebel. Zwiebel. Aber Weine nicht so viel. Banane ist auch. So. Banana. Banana. Damine. Du musst jetzt theoretisch auf der Straße bleiben, ne? Okay, also nochmal, ich bin jetzt auf dem Weg zu A3. Jo. Wo bist du aktuell? Wo bist du aktuell? A2? Warte. Ja. So ziemlich Mitte, Wasser. Ziemlich Mitte, Wasser. Ja, also an den Tankstellen müssen wir aufpassen, da rennen die Sprengzombies rum. Also in den Bunkern auf Garantie auch. Mhm. Und da finde ich es einfach nur gerechtfertigt, dass ich die Mächte ausgemacht habe. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich nochmal betonen. Mhm. Weil die Sprengzombies sind nämlich auch scheiße. Der wird nicht da. Doppelknallball. Oh, meine verhungert. Muss ich jetzt hier runterfahren? Ich glaube, wenn ich zu A3 bin, muss ich jetzt hier runter. Ach, da komme ich doch nach Steinbruch raus, glaube ich. Bist du noch auf dem Schienen? Noch auf den... Ja. 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 Dann bin ich jetzt quasi schon fast bei dir, mein Seppel. Sehr gut. Bist du noch A2? Na, ich bin jetzt gerade in den Dingern hier drin.
in den Waggons. Ah, du bist nur auf den Schienen oder was? Ja, ja. Ah, das ist super, weil ich sehe die Schienen nämlich auch schon. Da kann ich mit dem Auto auch gleich die Schienen lang fahren. Aber vielleicht finde ich jetzt hier am Steinbruch noch ein Auto, was eventuell besser für uns geeignet ist. Alles gut. Vorausgesetzt, es hat vier Räder und einen Motor komplett. Mal. So, da steht noch mal ein vierrädriges Auto. Aber dazu müsste ich erstmal aus dem Auto rauskommen. Paletten, Paletten, Paletten. Das. Ach Scheiße, das ist schon wieder direkt hinter mir gesehen. Ja, komm nur, einen hab ich noch. So, bitte, 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 ja. Komm schon, steige ein. Ja, außer dass die Batterie ziemlich im Arsch ist, aber das ist nicht so schlimm. Zur Notfall kann ich noch laden. Wollen wir Ziegelsteine? Nee, gell? Theoretisch noch nicht. Weil da brauchen wir dann auch wieder hier dieses, na, badabim, badabim. Komm, ich komm gerade nicht drauf. Hier, Maffi, ich habe eine Auto mit vier Rädern. Sehr gut. Das war halt eine scheiß Batterie, aber das ist nicht so schlimm. Brauchst du ein BH? Nein. Ich habe meinen Sport-BH noch. Das klingt vor allem so komisch, ey. Wenn du fragst, brauchst du ein BH, Alter. Ja, ich habe eins gefunden, Entschuldigung. Ja, ich habe auch schon selber einen gefunden. Ich suche meine Klamotten selber. Ach, geil. Ach ja, du bist ja eine Frau. Ja. Blöd, Mann. Bin ich? So, ach, das freut mich. Endlich mal ein ordentliches Auto. Ich hab noch einen Sport, ein BH hier. Schön. Zieh ihn doch selber an. Kannst du übrigens auch anziehen. Bin ich nicht. Warum nicht, Feigling? Ich habe schon was anderes an. Was denn? Um nicht zu frieren. Das siehst du dann. So ein Penisschlauch oder was? Nein. Penisschlauch. Ja, so ein Penissocken gibt es auch noch, ja. Und das ist kein Witz. Den gibt's wirklich. Gibt's wirklich. Sieht aus wie so ein Rüsselwärmer. Einfüllen. Abzappen. So, das Auto ist fast voll. Der restliche Sprit bleibt dann wieder in dem Auto drin. Das ist einmal frei. Hast du Kofferraum? Was? Hast du Kofferraum im Auto? Ja, natürlich.
Gut, dann kann ich nämlich meine ganzen Sachen dann reintun. Ist aber halt nicht unendlich groß. Ja. So, komm, eh mal zapfen wir noch ab und dann packen wir rein. Ich musste mir auch noch eine Jacke anziehen wegen Mitnehmmöglichkeiten. Weil ich musste mir eine Jacke anziehen. Weißt du, andere wären froh, wenn sie Klamotten hätten. Der sagt, er musste sich eine Jacke anziehen. Das klingt wie so ein kleines Kind, wo man sagen muss, ach Quatsch. Das klingt wie so ein kleines Kind, wo man sagen muss, ziehst du dir jetzt mal bitte eine Jacke an, du frierst. Nein, ich will das aber nicht. Ich renne gerne nackig rum. Warum der Vorhängeschloss? Ich häng dir gleich eine vors Schloss. Nein, noch nicht. Alles Ich gut. habe nochmal eingesteckt. Ja, dann steckst doch ein, Mann. Fragst du so blöd, wenn du Brauchst es du so eben blöd? nimmst? Fragst du so, wenn du Brauchst alles selber du? machst? Was Hä? nicht? Hä? Ja, weiß nicht. Weiß nicht, gibt's nicht. Hier Ich grad liegt schon wieder. schon. Ja, ey, sag mal, sind da nur Weiber hier gewesen oder was? Na, möglich, ja. Survivor, So, Weiber. Weiberinsel. Oh, da kommt ein Airdrop in 2 Minuten. Ah, den kriegen wir eh nicht mehr. Der wäre zwar wichtig für uns, aber die sind auch gefährlich, die scheiß Airdrops. Autofahrerhandschuhe. Ach ja, du kannst das anziehen, was du willst zum Autofahren. Oh, Werkzeugkiste, Moment. das ist gut. Werkzeugkiste, Warm. sehr gut. Kleine, was haben wir hier noch? Bolzen. Noch ein Lob. anderer. Ist das besser? Ne, ist schlechter. Also weg. Was haben wir da? Noch eine Werkzeugkiste. Das ist super. Spritkanister, Leica-Sitz. Gar nichts. Bam, 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 bam. Noch eine. Oh, 2 Autobatterien. Das ist gut. Nehmen wir immer 16. Dann nehme ich gleich mal eine mit und lade mal die Karre. Damit die auch gleich wieder anspringt. Batterie laden. So, gut. Dann nehme ich die 2. auch gleich noch. So viel war da nicht drauf. Und jetzt mit der. Die hatte auch bloß 2. Batterie laden. Öffnen. Aha, die stellst du jetzt einfach mal hier drauf. Das ist ja auch rotzfrech. Ich stelle sie nämlich jetzt hier draußen hin. Ist da noch eine rum? Das war die gerade. So, ach, sie Ob schwitzt. sie schwitzt. Sie schwitzt sich jetzt ab hier. Die Arme. Aber sie hat sich das selber ausgesucht. Wir haben ein Casting veranstaltet und River J hat gesagt, hier, nicht ohne mich. Genau wie dein John, wie hieß er? Ich hab's schon wieder vergessen. Jack Cross. Jack Cross. Diese Betonung. Ey, hier gibt's ein Rad, Alter. Soll ich es trotzdem Soll ich mitnehmen? trotzdem mitnehmen? Nee, ich nehme es jetzt nicht mit. Ja. Aber das Car-Reparatur-Set nehme ich mit. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Wo bist du jetzt? Ich bin noch im Steinbruch. Ich lade gerade mal die Werkstatt leer hier. Habe ich den schon? Ja, den hatte ich schon. Wo ist denn der Steinbruch hier? An den Schienen, da musst du dich bloß an den Schienen halten, dann kommst du direkt zum Steinbruch. Ja, ich habe ja eine Vergabelung. Ne was? Eine Gabelung. Ne was? Eine Vergabelung? Maffi, sprich's mit mir zusammen, das heißt Weiche bei Schienen. Weiche. Nein, das ist. Ja, ist mir doch egal. Ist eine Vergabelung. Ja. Ja. Hast du Papis bei dir in der Nähe? Bist du was? Bitte was? Hast du Papis in der Nähe? Nee, ich habe gerade alle weggeklatscht. Bist aber in A2, gell? Ich bin, warte, aktuell in A3 A3. noch. A3 ganz A3 oben ganz an der oben. schwarzen Kante.
Okay. Aber ich komme jetzt zu dir. Aber warte, vorher muss ich, glaube ich, mal was essen, sonst falle ich hier wirklich um, tot. Ja, ich weiß, kann ich hier Aloe Vera essen, ja, gell? Ja, kannst du. Aloe Vera. Ich brauche dringend was zu fressen. Ey. Ich habe nur noch 19. Ich habe nur noch 19 Energie, ey. Das ist übel. Das ist richtig übel. Und die Zucchini gibt nur 42,1. Toll, so viel Masse, Also die für Honig, Masse. die hat mehr Wasser als Masse, ey, das ist auch geil. Brauch dringend mal was Auch mit dringend. Masse zum Essen. Jetzt hätte ich bald noch die Batterie mitgeschleppt, ich glaub's. Weiß ich, wo die zweite Batterie hin ist. So. Bin jetzt on the way mit vier Reifen und drei Sitzen. Okay. Kriegt das wieder eine völlig neue Bedeutung, ne? Geht doch gleich viel schneller alles jetzt hier. Wow. Oh. Auto kaputt. Auto kaputt. Nein, Quatsch. Verarscht dich bloß. Hast du eigentlich schon mal ein Auto jetzt unterwegs gesehen oder so? Oder hältst du dich von den Cities fern? Na, erstmal fernhalten. So, überlässt das So. mir, ne? Weil du weißt, dass ich dich rette oder was? Ich will nicht noch mal sterben hier. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Bin ja gleich Bin ja da. gleich. Super. Bleibst du jetzt an den Bleib. Schienen oder was machst du jetzt? Nee, ich laufe jetzt von den ganz großen Dings hier außen rum. Ganz große Dings, ja. Das ist ein ganz großes Dings. Was soll ich denn damit anfangen? Ja, ich bleib auf den Sch. Ist okay. Also das würde ich Also nämlich gut. jetzt auch mit dem Auto auf die Schienen fahren und dir entgegenkommen. Ja. Muss bloß erstmal gucken. Ich glaube, ich muss in die Richtung. Gott sei Dank kommt hier kein Zug. Ne, ich fahr falsch Nee. rum. Doch, andersrum. Weißt du, im Notfall immer bei den Schienen, hä? Maffi. Ja. Und ich komme dir ziemlich schnell näher entgegen. Ich bin jetzt mit Bin jetzt mit. 120 unterwegs. Okay. Ich hab Hunger. Ja toll, den habe ich auch. Ich habe 29. Nur noch. Oh. Die ganze Zeit Die ganze gefasst. Zeit. Wo ich jetzt ein ordentliches Auto gesucht habe. Wie kommst du wieder in normalen Modus? Nicht Hä? Kampf. Ah, jetzt. V. V drücken. Dann gehst du in den normalen Modus. Oh, ich bin jetzt an einem Tunnel. Scheiße. Weißt du? Aber ich fahre noch richtig rum. Oh, noch ein Tunnel. Tun. Au, Au. ich hab Angst vor Tunneln. Bist aber noch in A3, gell? Warte, kann ich das mehr sagen? Ja. Okay. Schiene bleibe ich auch in Ihnen bleibt. A3. Ich bin jetzt auch in A3. Auf der Da, wo die Schiene. Schienen. Ja. Da wo die Schienen, was? Au. Ja, Pest. da, wo die Schienen zwischen A3 und A2. Hä? Ach so, da Aber unten. Da unten die Ecke. Ja. Da müssten wir uns ja gleich sehen. Hey. Nach 2 Stunden.
Na gut, nicht mal erst 2 Stunden. Ich habe jetzt hier eine Brücke. Im gleichen Tunnel. Ja, ich habe jetzt auch einen Tunnel. Hörst du es? Ich seh nicht. Ja, jetzt ist. Hallo. Da schreit einer. Und Lada. Du hast einen Rock an. Ja. Du hast einen Rock an. Und du hast Maske an. Ja. Auf. Ja, habe ich. Übrigens, der lacht, das sind die Sprengzombies. Ah, okay. Nur mal so nebenbei. Ah, da unten hättest du bestimmt auch ein Auto gefunden. Keine Ahnung. Warte. Mal in den Kofferraum. Tab drücken. Einfach nur Tab drücken und dann alles reinziehen. Was ist denn da? Schrotze ja. und eine M2. Quatsch. Ein Repetier. Was? Tab drücken und? Tab drücken und dann siehst du das Auto vorne, wenn du bei Inventar bist, und dann einfach bloß das Zeug auf das Auto ziehen. Und wenn es grün wird, loslassen. Dann packst du es ins Auto rein. Ja. Patient behandeln. Oh, du hast mehr Lernen machen. Ja. Wie war denn das jetzt eigentlich mit einer Squad? Team. Team erstellen. So. In Team einladen. So, du müsstest jetzt eine Einladung gekriegt haben, die musst du bestätigen. Wie denn? Und dann probieren wir es nochmal. Ich hab schon. Gut, super. Warum sehe ich dich nicht? Musst du auch auf beitreten. Du Berne. Ich hab ein Annehmen gemacht. Nö, sehe dich aber nicht. Ist das hier Enterprising Lemurs? Ja, das können wir noch ändern, das ist nicht so schlimm. Ja. Seh dich aber nicht. Seh dich auch nicht. Unter Members. Mach nochmal. Da. Team einladen. Kam nix. What? Kam immer noch nicht? Nee. Ist ja blöd. Mach du mal ein Team. Und zwar bei Team. Team erstellen und dann einfach bloß bestätigen und dann lädst du mich mal ein. Mal gucken, wie das geht. Das war so eine Kackdrohne, ja. So, und jetzt Mitglieder 1 und dann. Da steht nur Team verlassen. Nein, da musst du mich angucken und F-Lange gedrückt halten. Ah. Und dann, genau. Oh, pass auf, hinter dir! Oh, shit. Ja, den hab ich angelockt. Geh weg! Arschloch. Ist er tot? Ja, ist weg. Oh, scheiße, das war ich. Da hab ich jetzt auch nicht nachgedacht drüber. Ich hab nie damit gerechnet, dass der bis hier hochkommt. Alter. Ja, das sind die Sprengzombies.
Die sind echt scheiße. Die sind richtig scheiße. So. Machen wir jetzt? Suchen wir uns einen Bauplatz oder was? Ja. Ach nee, warte mal, ich muss pinkeln. Warte mal. Sie muss pinkeln. Ah, du kannst ja schon mal einsteigen. Wie geht denn das? Na, eigentlich müsstest du einsteigen können. Nein. Wenn du. Warte. Schieben. Ach, sag mal, kann man sich hier hinten etwa nicht hinsetzen? Eigentlich müsste doch irgendwo mal. Steig du mal auf den Fahrersitz ein, bitte. Sie muss jetzt erstmal pinkeln. Und dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Wie geht denn pinkeln? Was denn? Wie pinkeln geht. Tab gedrückt halten. Tab gedrückt halten. Ja. Was willst denn du machen? Mal gucken, ob ich mich hier hinsetzen kann. Hier vorne. Oh, da ziehe ich dich, glaube ich, raus jetzt, oder? Weiß nicht. Hä? Was? Warum schiebe ich jetzt? Was ist das für ein Scheiß? Soll ich aussteigen? Nee, warte mal. Ach Mensch. Ach so, warte mal, doch. Steig mal ein und dann drück mal die. Du hast ja dann die Tasten an der Seite, F4 oder F2, was das war. Die Sitze. Drück die mal durch. Drück die mal durch. Mal gucken, ob du dann umswitcht. Nee, ja? Nee. Drei. Oh doch, jetzt. Warte mal, jetzt einsteigen. Warte, einsteigen. Hä? Nee. Ist jetzt hinten. Ja, oder? Ja, bleib sitzen. Okay, super. Halt die Tür zu. Tür zu. Die Tür zu. So, ja, und jetzt müsste ich natürlich auf vorn gehen. Ja, das ist ja blöd. Müsste über den Vorsitz einsteigen und dann über die Tasten. So, F2 ist jetzt besetzt, hä? Ja, irgendwie, ja. Muss ich das jetzt gedrückt halten? Ach, weil da kein Sitz ist, hä? Ja. Wo ist das F3? Hast du jetzt bloß gedrückt und dann ist das umgeswitcht oder wie hast du das gemacht? Ja. Weil ich kann mich jetzt Weil nicht ich, nach, kann ich kann mich komischerweise nicht nach hinten setzen. Na, weil es voll ist, oder? Nee, ein Sitz ist noch frei. Nee, der ist weg. F3 sitzt sicher. Ja, dann wär's ja F2. Ach nee, hinten kann bloß einer sitzen, alles klar. Ja. Ist ja auch wurscht jetzt. So, warte mal, wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind da unten. Wieso? Achso, nee, das ist, ich war jetzt irritiert, weil du immer noch im B2 warst, Alter. Ja. Aber das ist dein Name. Ich glaube, ich muss das mal ausmachen, wenn ich auf der Map gucke. Wollen wir dahin, wo ich gebaut habe? Auf dem anderen Server, oder? Ja, von mir. Gut. Vertraust du mir? Nö. Okay, super. Das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung. Oh, die Ego-Ansicht, gell? Ich habe ja nur deine Haare vom Gesicht. Ja, ich weiß. Geil, ne? Nee. Nee. Soll ich das lesen? Das passt. Mhm. Das war so Werbung. Aber die Grafik ist schon mal gut, ey. Oh, da! Batsch! Ihr Hupen! Geht das nicht eigentlich? Ach nee, das war da oben. Alles klar. Okay, wenn es jetzt die Sprengzombies wieder gibt, könnte ich schon wieder kotzen, aber das gehört nun mal dazu. Ich glaube, ich fahre wieder verkehrt rum. Oder? Oder? Ja. Ich hätte nämlich hier hoch auf die Straße gemusst. Feld ein, Feld aus, Feld ein. Lalalalalala. So, naja, hat ja nur zwei Stunden gedauert, bis wir uns gefunden haben. Also für uns zwei Stunden, für euch zwei Folgen. Aber das ist halt so, weißt du, du findest ein Auto, da sind entweder drei Räder dran oder beziehungsweise vier Räder dran, aber kein Motor drin. Oder ist es ein Motor drin, aber es fehlt eine Batterie. Das ist
echt übel. Krank. Ja, willst du dein eigenes Auto haben? Ah, da ist kein Motor drin, oder? Mhm. Das ist genau das, was ich meine. Hier ist bestimmt kein Motor drin. Nee, der ist weg. Okay. Aber hat 4 Reifen, siehst du? Das ist genau das, was ich meine. Oh Mann. Was würden dir eigentlich lieber passen? So ein rotes oder der hier? Was? Der Auto? Ja, Auto. Nee, der hier. Der Lada, ja? Der Lada, ja. Ja. Also das ist eigentlich der Leica. Das ist Leica, nicht Leica. Lada. Ja, ja, ich weiß. Weil der andere ist hier oben der Wolfswagen. Und ja, du hast gerade richtig gehört. Ein Wolfswagen. Ein Wolfswagen. So, was ist mit dem hier? Fehlt natürlich auch der Motor. Ach, das ist doch so geil. Ich liebe dieses Spiel. Ja. Ich hätte eigentlich auch hier lang vorne drin sein können. Da hätten wir es vielleicht sogar noch geschafft. Das ist ein Bauplatz. Bauplatz. Achso, müssen wir jetzt eigentlich noch Metallschrott einsammeln? Ja, ne? Müssen wir bestimmt. Ja. Und 9 Stofffetzen brauchen wir, glaube ich, auch noch. So. Ja, ich habe gesehen, du hast es geändert. Warte mal, so viel zum Sieht Thema, doch geil. So viel zum Thema Metallschrott. Oh ja, und 100 Scummies, Alter, das ist sehr schön. Ich kann jetzt nicht aussteigen, ich muss erst auf den Fahrersitz kommen, gell? Geh ich mal von aus, ja. Geh ich mal von aus. Können wir irgendwo was zu essen holen, suchen? Ja, können wir. Muss man selber erstmal gucken, was habe ich denn in der scheiß Jacke drin? Aber warte mal, ich kann die Hose ausziehen, die ist leer. Ich habe noch eine Shorts an. Falls du jetzt gehofft hast. Ja. Ach so, die Scheißjacke habe ich auch noch an, die Trainingsjacke. Ach du Kacke. Ist warm, oder was? Ja, ist warm. Sie schwitzt sich eben ab hier. Und dann packen wir die Kohle und die Karte in die Shorts. Jetzt dürfte es nicht mehr zu kalt sein. Hätte ich auch noch die Maske absetzen können. Können wir mal in der nächsten Stadt ein bisschen looten gehen, mal gucken, ob wir hier ein bisschen was zu fratzen finden. Ja. Ich habe eine Brechstange. Ja, die habe ich auch im Auto. Ich glaube ich nur mit 12%, aber habe ich auch. Habe ich. So, fahren wir mal ein bisschen in der Ego rum, hä? Oh, Alter, da krieg ich gleich überhaupt keine Kurve mehr. Fahr nicht in der Ego rum. Mir ist ein bisschen kalt. Ja, jetzt ist es wieder kalt. Aber ein schönes Spiel, gell? Da siehst du wenigstens mal die Beine und alles. In der Ego. Ja, du siehst halt den ganzen Körper unter Ego. Ja. Mit aussteigen oder? Musst du nicht. Kannst du warten. Kannst aber, darfst du aber auch gerne mit aussteigen. So ist es nicht. Oh, hier. Warte. Guck mal. Abonjo. 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 Ist doch mega. Das ist ja Schuhe. Du hast einen Rucksack gefunden. Ja, das ist schon ewig. Kann ich den eigentlich auch zerfetzen? Nee. Hier eine Axt, die ist hochstimmig solidiert, aber egal. Ja, Bolzen kann man auch gerne mitnehmen. Also ich brauche auf jeden Fall eine Waffe, was jetzt mit der Entfernung, weil... Warum? Na, wegen dem Viechern. Der haut ziemlich komisch. Du bist doch nur eine Bussi. Hast du meine Schrotze? Meine Schrotze? Nee, lass. Ich suche mir dann schon einen. Oh, die Socken sind aber dreckig. Sieht ja eklig aus. Sieht ja eklig. Sieht ja
eckelig aus. Warte mal, die socken sich auch gleich aus. So, da renne ich aber ohne Socken rum. So, was hab ich gesagt? Was eine, hä? Jetzt haben wir noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Gut, das müsste reichen. Jetzt kann ich ja eigentlich auch, warte mal, ich kann ja gleich mal gucken. Bei Bauen. Die Flagge braucht Werkzeugkasten, Bolzen, 10 und 10. Also doch noch ein bisschen was, oder? Kann ich die Maske auch gleich verschrumpeln? Ja, ist hier auch weg. Maffi, du bist so ruhig, Maffi, das gefällt mir nicht. Ne, ich guck mal, was du alles so gefunden hast. Rede mal mit mir. Ja. Entschuldigung, gefunden hier. Zack. Oh, warte mal. Warte mal. Wie kann ich denn das? Option. Oh, wo ist denn das drin? Name, Tag, Modus. Nur Emblem. Oh. Nur Name. Mach mal nur Name. 7,62. Was, Sie haben irgendwelche Änderungen? Möchten Sie die Übernahme oder? Was? Nein. Anwenden. So. Ich habe mal das Emblem ausgeblendet, dass ich hier nur Jack Ross sehe, aber sonst habe ich hier. Das kriege ich ja alles. Ist immer noch kalt jetzt sowas. So, warte mal, wie schön jetzt hier. Falsch. Nee, das war auch falsch. Hä? Das ist so ein komischer Weg. Ach Gott, ey. Was, du siehst nur das Emblem? Wie machst du das? Nein, ich sehe jetzt nur deinen Namen. Ich hab das Emblem ausgeblendet. Wo machst du das? Über Escape und dann bei Option gleich unten. Der erste Reiter ganz unten. Ach hier. Und da steht jetzt nur Name. Jo. Aber ich wüsste auch gar nicht, ob ich dich jetzt auf der Karte sehe, wenn du jetzt weiter weg von mir wärst. Das weiß ich. Doch noch? Da war das. Weiß ich nicht. Das ist doch hier Discord, oder? Ach, ja, ja. Die schreiben mich bestimmt wieder an, weil ich online bin. So, ne? Scheiße. Nein, ich hab das auch gehört. Na ja, gut, nicht ganz der Weg, den ich jetzt hatte. Aber geht auch noch. Gate und Gate. Ach, du war mal richtig abgebogen. Kommt auch nicht so oft vor. Im B2 bist du oder was? Hast du gebaut? Oder? Hau ab. Fliegen. Hast du den gefunden? Was? Was hab ich? Den hast du getroffen. Nee, nicht, nee. Nicht. Kann sein. Nee, nee, der rennt noch. Die glitschen mehr, als wie das du jetzt triffst. Die glitschen mehr. La 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 la. Nur fliegen ist schöner. Wollen wir hier looten oder was? Achso, stimmt, wir wollten ja mal wegen Essen gucken, ja. Sie ist auch sehr hungrig. Muss ich sagen. Hat sie gesagt. Hat sie gesagt. Sie ist sehr hungrig, hat sie gerade gesagt.
Ja. Ah, ja. Ah. Spritgun ist teuer. Naja, das Ding. Unkrautbekämpfungsmittel. Das kannst du für dein eigenes Beet benutzen. Ja. Fischköder, Metallrohr, Unkrautbekämpfungsmittel. Du hast eine sehr schöne Hose an. Was? Hier wird es nichts zu essen geben, das ist eine Werkstatt. Da liegen Gott sei Dank keine Zombies dran. Nee, ich habe. Nee. Nix. 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 Samen. Chilisamen. Da wird's heiß. Zange, Nägel. Sind nicht irgendwo ein Stückchen Feld? Irgendjemand? Ja, hier hat keiner was angebaut. Die waren alle zu faul. Achso, rohe Eier wird schon an deiner Stelle nicht essen. Okay. Muffy? Ja? Da vorne ist eine Wildsau. Da, wo, wo ich hingucke, ist eine Wildsau. Okay. Ja, es rennt aber ja, weg. Ja, es rennt aber. Es rennt weg, die Sau. Rennt weg. Und es schreit wie ein Neuer. Da ist nichts drin, da war ich schon. Was denn? Oh, nicht dein Ernst, oder? Nicht dein Ernst. Nicht. Vor allen Dingen mit der Mütze. Alter, die Mütze strahlt übelst durch. Ja? Ja. Hallo, komm, hallo. Steig ein. Du musst erst einsteigen. Warte. So. Schleppst du die jetzt auch noch mit? Jetzt hat er seine Groper auf den Rücken gepackt, Alter. So, ja. Auf drei. Genau, mach erst mal die Scheißtür zu, du Lappen. Das ist so scheiße, Alter. Der macht erst mal die Scheißtür zu. Bisschen kalt. Schon wieder. Leck. Ich hatte gerade ein little freeze. Ich auch. Eine schöne Stadt. Ja, ich will das mal gucken, warten, dass es die Texturen nachlädt, ja. Danach können wir sofort weiterfahren. Ja. Weil es fehlen die ganzen Zäune und so, weißt du. Ja. Habe ich da was gesehen. Aber lass mich raten, das ist über dein Auto mit dem Rad. Ja, das ist so klar. Ach Mann. Das ist alles so scheiße. Hm? Da stand wieder bloß ein Auto mit nur einem Rad. Hm, ich hab's gesehen. Aber dafür war ein Motor drin. Mhm. Das macht es nicht wirklich macht besser, nicht. Aber... So, und ich habe da oben gebaut. Ja. Und die Häuser kannst du jetzt nicht nehmen zum Bauen, gell? Doch, kannst du auch nehmen, aber die sind wie vorgefertigt und mir gefällt das nicht, was du da drin hast. Mhm. Deswegen baue ich lieber komplett selber. So, ich glaube, die Ecke ist es ja. Ja. Genau hier. Mit schönem Blick okay. Auf die Stadt.
So, dann würde ich sagen, wir sind jetzt da, wo wir eigentlich bauen könnten, wenn Muffy nicht noch was anderes einfällt. Also ich meine, wir können auch gerne woanders hinfahren, mir ist es egal. Bloß ich möchte jetzt ungern, wenn die Sprengzombies wieder da sind, möchte ich ungern in der Nähe von der Tankstelle bauen. Okay. Und die ist eigentlich schon ziemlich nah, die ziemlich Tankstelle. Nah. Wenn du jetzt hier mal auf der Map guckst und eigentlich bloß nach links schwenkst, dann ist die Tankstelle quasi hier so in dem kleinen Dreieck, in dem gelben bei B2. Da ist die Tankstelle. Und da ist ja dann der Flughafen. Ach, siehst du, da weiß ich, wo wir noch gucken könnten, ob da vielleicht auch ein Auto steht. Dass wir vielleicht zwei haben. Weil zwei Autos, viel Platz zum Looten. Macht mehr Spaß. Gut, Leute, da würde ich sagen, das soll es für die ersten zwei Folgen gewesen sein. Wir werden das jetzt so machen, dass sie. Warum sage ich das eigentlich immer erst in der zweiten Folge? Und dann zum Schluss. Kannst du mir das mal sagen? Es ist, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, okay. Ich wiederhole das dann nochmal an anderer Stelle. Also wir machen das dann quasi jetzt so, dass Montag, Donnerstag Rising World läuft, oder? Ja, Dienstag, Freitag Subsistence, wenn es von den Folgen hinhaut, wenn wir dann irgendwann mal so viele Folgen haben, weil bei Scam haben wir jetzt gesagt, lohnt sich nicht unter einer Stunde. Und gut, dass es jetzt zwei Folgen werden, in dem, dass wir uns brauchen, dass wir uns finden. Wenn Muffy jetzt nicht gestorben wäre, wäre es natürlich eher gegangen, aber ich will jetzt Muffy auch keinen Vorwurf machen. Das kann passieren, um Gottes Willen. Und Mittwoch würde ich dann die Stunde mit Scam füllen. Also den Tag mit einer Stunde Scam füllen oder ein bisschen mehr, weil jetzt sind wir ja auch schon wieder über eine Stunde. Und ja, mal gucken, wie es bei euch ankommt. Ich freue mich, wenn ihr euch freut. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.